Sony Computer Entertainment präsentiert Naughty Dog. The Last of Us Remastered. Ja, liebe Leute, und damit begrüße ich euch zu einem wohl der besten Spiele, die ich bis jetzt zumindest gespielt habe, The Last of Us. Wie ihr vielleicht schon wisst, ist der zweite Teil mittlerweile auch schon angeteasert und der wird ja auf jeden Fall auf dem Kanal kommen, aber bevor natürlich der zweite Part kommt, das zweite Spiel kommt, muss natürlich erstmal das erste gespielt werden, damit ihr, falls ihr es nicht kennt, wovon ich jetzt ehrlich gesagt nicht ausgehe, wisst, worum es überhaupt geht und ja, macht euch bereit auf ein unglaublich geiles Spiel. Also grafisch geil, musikalisch geil, von der Story geil, Charaktere wunderbar geschrieben, Gameplay eigentlich auch ziemlich gut und somit ein ziemlich gutes Spiel. Wie ihr hört, ich bin ein bisschen erkältet, da tut mir leid, aber da müsst ihr jetzt leider durch. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier zu lange labern, beginnen wir auch mal den ersten Spielstand. Wir beginnen einen neuen Spielstand und den werden wir auf normal spielen. So, den werde ich jetzt einmal kurz überspeichern müssen. Nee, den nicht. Oh, 13.12. Ach so, ja, ich habe gerade versucht, schon mal aufzunehmen. Haha. So. Jo, überspeichern mal und nach dieser schönen Ladeanimation, die ich wirklich irgendwie ziemlich geil finde, geht's dann gleich auch los. Es ist auf jeden Fall ein super Spiel. Ich habe da sehr viel Freude mit gehabt. Und ich hoffe, ihr werdet genauso viel Freude damit haben wie ich. Und wenn nicht, dann nicht. Aber oh, es ist so geil. Ich freue mich schon wieder drauf. Ich habe das nämlich wieder eine längere Zeit nicht mehr richtig gespielt. Dementsprechend, ja, auch den Dings-Mode werden wir spielen. Den DLC dazu. Das ist natürlich klar. Der wird natürlich erst danach kommen. Ja, jetzt ist natürlich schwer abzuschätzen, wann es losgeht. Ja, am Anfang, also die Ladezeiten sind übrigens nicht immer nur so lang, nur am Anfang. Tommy, ich... Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy? Wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, da ist so... Onkel Tommy? Hallo? Ein ziemlich skurriler Anfang.
Anders kann man es nicht sagen. Was ist denn da los? Aber damit nochmal herzlich willkommen im Gameplay von The Last of Us. Wir spielen die kleine Tochter von Joel, der wohl heute Nacht oder also beziehungsweise gestern Geburtstag hatte. Das ist jetzt nicht ganz so klar. Und ja, ich gucke, dass ich bei dem Spiel so viel wie möglich mitnehme. Ich werde keine 100% spielen, weil das ist unglaublich, unglaublich krass. Und ja, ich gucke, dass ich in den Dialogen nicht immer dazwischen rede. Das wird aber nicht immer ganz funktionieren. Grafisch sieht dieses Spiel auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Es ist wunderbar synchronisiert und ja, die Charaktere sind auf jeden Fall sehr gut geschrieben. Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Hasse. Lieber Papa, also schön, du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du beachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es, jedes Jahr aufs Neue der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Papst. Ich hab dich lieb, Sarah. So, du bist eigentlich ganz süß, ne? Ja, ist eigentlich ein nettes Tutorial, werdet ihr gleich sehen. Nicht so wie bei Heavy Rain oder sonstiges. Fängt auf jeden Fall schon ein bisschen actionreicher an und ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Es ist tot. Okay, die Leitung ist also tot. Dementsprechend werden wir jetzt erstmal runtergehen und oder uns umgucken, wo Joel ist, beziehungsweise unser Vater. Ach ja, ich mag das Spiel. Ich weiß ja schon ungefähr, was auf uns zukommen wird. Dementsprechend freut euch drauf. Auf jeden Fall mega, mega geiles Spiel. Anders kann man es nicht sagen. Kann ich da eigentlich drauf gucken? Ich glaube nicht, oder? Ah, da haben wir den Fernseher am Laufen. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität in der Nähe neigen und, sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? Okay. Schön, dass das im Fernseher vorher passiert ist als später, aber, da wollen wir mal nicht meckern. So, gehen wir mal weiter nach ihm suchen. Dad! Auf jeden Fall scheint hier irgendwas überhaupt nicht in Ordnung zu sein. Das sollte... Was ist bloß los? ...soweit schon mal klar geworden sein. Gerade solche Sachen, finde ich, machen das Spiel wirklich sehr, sehr, sehr lebendig. Obwohl lebendig vielleicht nicht der passende Wortlaut dafür ist. Aber ihr werdet bald wissen, was ich meine. Ein Telefon. Gehen wir mal da dran. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Okay. Hier ist auf jeden Fall irgendwas überhaupt nicht in Ordnung. Das war's mit dem Hund und wer war da draußen? Ach, übrigens ist klar, keine Spoiler bitte in die Kommentare. Das wäre sehr, sehr, sehr süß von euch. So. Oh, da ist er. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Wow. Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Alles wird gut. Sie mögen es warnen nicht! Nein! Geh! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay, netter Einstieg. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, oh, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey, Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Oh, danke. Mann. Kein Handy. Kein Radio. Ja, es geht super.
Er baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir sind so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Boah, hier ist auf jeden Fall ordentlich was los. Viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Sorry. Alles ist schön, alles ist super. Nein. Alles gut, Sarah. Und wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Scheiße. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Ja, das würde ich natürlich jetzt auch glauben. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Jetzt ist die Frage. Hättet ihr sie mitgenommen? Oder hättet ihr sie nicht mitgenommen? Sehr gerne mal in die Kommentare schreiben und bitte mit Begründung. Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Das sehe ich an sich aber genauso. Alter. Grafisch auf jeden Fall ein mega geiles Spiel. Kann man sagen, was man will. Unglaublich gut. Oh ja. Hey, was zum Teufel los jetzt? Oh mein Gott. Tommy, scheiße. Los, 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 fahr, 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 fahr. Das, was Alter. Zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Verdammt. Dreh hier, dreh hier. Komm, dreh, dreh, dreh. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Oh nein! Wir können hier nicht anhalten, ich Tommy! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! Los, los, los! Komm, komm! Fahr vorsichtig! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Vorsicht! Scheiße! Daddy? Zurück, Kleines. Zurück. Mach das Scheißding auf. Nein. Sehr gut. Und so ist die Welt schon im Ausnahmezustand. Fuck. Los, los. Danke, Tommy. Dad! Ich bin da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Nicht schlimm. Sehr schwer. Wir müssen jetzt rennen. Deckung. Komm schon. Halt dich fest. Okay. Okay. Nur, dass du es wisst, man kann auch hier schon sterben. Daddy. Du bist tot. Ich bin tot. Oh, 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 oh. Zu kleines. Scheiße. Lauf weiter! Schneller, 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 komm. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Oh, ist das krank, Alter, ist das krank. Eines der geilsten Intros, die ich bis jetzt gespielt habe. Scheiße! Ich bring dich hier raus. Versprochen. Scheiße, scheiße, scheiße. Weiter, weiter, weiter. Wo ist Tommy? Komm, 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 komm. Ja, ich bin doch schon hier. Mach das scheiß Ding auf. Los! Los, weiter, 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 weiter. Wir müssen abhauen. Fuck, 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 fuck. Los!
Wir sind fast da, Kleines. Danke, Tommy. Macht, dass ihr wegkommt. Schnell. Und alle direkt hinter uns. Würden wir uns jetzt umdrehen, würdet ihr es sehen. Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Komm schon! Den können wir sowieso nicht mehr helfen. Wir sind fast da! Oh oh. Ihr seht den Schatten. Sie kommen näher. Wir werden verfolgt. Dad? Lauf. Scheiße. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Und das war der erste Part von The Last of Us.